Du hast gesagt, die Schöpfung hat ihren Job getan, jetzt ist es deine Aufgabe, das Leben zu leben, anstatt nach oben zu schauen. Aber du hast auch davon gesprochen, dass Upasana eine Nebensache ist, nicht die Hauptrolle in deinem Leben. Diese beiden Dinge scheinen mir widersprüchlich zu sein. Kannst du das erklären? Also, hat die Schöpfung ihre Arbeit erledigt? Also, die eine Hälfte der Aussage ist richtig. Darin liegt kein Widerspruch. Hast du deinen Job erledigt? Nein. Also ist der andere Teil auch richtig. Gleichzeitig sage ich, sei in Upasana. Denn deine Rolle in der Existenz ist so gering. Alles, was dir passiert, wird größtenteils mit dir gemacht. Drehst du den Planeten? Nein. Könntest du leben, wenn er sich nicht drehen würde? Könntest du leben? Nein. Regelst du die Atmosphäre? Nein, du zerstörst sie, aber du regelst sie nicht, oder? Lässt du dein Herz schlagen? Nein. Are you breathing? Atmest du? Alles, was für das Leben wichtig ist, geschieht, nicht wahr? Deine Aufgabe ist nur, für die Fülle des Lebens empfänglich zu werden. Das Leben in seinem ganzen Ausmaß zu erfahren. Wenn du bereit bist, glückselig und voller Freude zu sein, tu etwas Sinnvolles für dich selbst. Oder wenn du bereit bist, etwas Sinnvolles für 10 Menschen um dich herum zu tun, dann werden wir uns auch um dein Dasein kümmern. Alles, was du tun musst, ist... Vor wem? Nur vor der Schöpfung. Ist sie nicht groß genug, um sich zu verbeugen? Ist sie nicht groß genug, um sich zu verbeugen? Nur vor der Schöpfung. Darüber hinaus willst du noch mehr haben? Ist die Schöpfung selbst nicht groß genug, um sich zu verbeugen, frage ich? Ist der Berg nicht groß genug, um sich zu verbeugen? Ich finde sogar den Baum und eine Ameise groß genug, um sich zu verbeugen. Denn nicht eines von ihnen können wir begreifen. Mit deiner ganzen Intelligenz kannst du nicht ein einziges Blatt an diesem Baum begreifen. Also, nur die schiere Intelligenz von allem, was vor sich geht. Wenn du nicht begreifen kannst, was tust du? Mehr habe ich nicht gesagt. Bleib in Upasana, denn deine Rolle in dieser Existenz ist ohnehin so gering, dass es kein Problem ist, wenn du morgen früh verschwindest. Nur wenn du deinen Dreck hier zurücklässt und gehst, ist das ein Problem. Aber wenn du einfach verschwindest, ist das für niemanden ein Problem, oder? Ja oder nein? Deine Rolle in deinem eigenen Leben ist also so unbedeutend, so extrem unbedeutend. Alles wird für dich getan, einfach alles. Wie kannst du also der Held sein, wenn du eine so unbedeutende Rolle hast und dich dann für einen Helden hältst, machst du einen ernsthaften Fehler, nicht wahr? Das ist alles, wovon ich spreche. Ich spreche nicht davon, irgendeine großartige spirituelle Sadhana zu machen. Aber wenn du in der Wahrheit lebst, das ist eine Sadhana, was sonst? Die Lügen, die du erschaffst, zu stoppen, das ist die ganze Sadhana. Die Wahrheit suchen, die Wahrheit kennen, bedeutet nicht, dass man irgendwo auf die Suche gehen muss. Sie versteckt sich nicht hinter dem Berg. Sie ist auf dieser Seite, weißt du? Im Moment ist dieser Teil des Planeten dunkel. Wirst du also auf der anderen Seite suchen? Nein, sie ist hier. Wahrheit bedeutet einfach Folgendes. Was immer da ist, ist Wahrheit. Was auch immer du dir ausgedacht hast, ist eine Lüge. Mehr ist da nicht, nicht wahr? Und dass du in dieser Existenz ein Held bist, ist dein Unsinn. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn du das verstehst, verstehst du, dass du eine sehr kleine Rolle in der Existenz hast. Nicht nur in der Entstehung der Existenz. In deinem eigenen Leben.
Selbst wenn du so etwas Einfaches wie die Atmung oder den Herzschlag in deiner Hand hättest, wärst du innerhalb einer Minute völlig fertig. Ja oder nein? Ich sage also nichts Neues, keine Belehrung, nur eine Erinnerung daran, was die Realität in deinem Leben ist und daran, dass ein Leben in Wahrheit bedeutet, dass du dir nichts vormachst. Du schreibst nicht deine eigene Geschichte. Du versuchst, das Leben zu leben. Wenn du Leben lebst, kannst du es nur so leben, wie es ist. Nur wenn du eine Geschichte erfindest, kannst du deine eigene Geschichte erschaffen. Ist es nicht so? Wenn du Fiktionen erschaffst, kannst du sie so gestalten, wie du willst. Wenn du das Leben lebst, kannst du es nur so leben, wie es ist. Es gibt keine andere Möglichkeit zu leben. Denke also nicht, dass das eine Art Lehre ist. So ist das Leben nun einmal. Lebe es einfach. Erfinde nicht irgendeine Geschichte. Wenn du eine Geschichte erfindest, die nicht wahr ist, und glaubst, dass sie wahr ist, dann wirst du am Ende deines Drehbuchs ratlos sein, weil da nichts ist. Wenn du dich an die Realität hältst, ist sie an. Egal, ob man lebt oder tot ist, sie ist an. Mit ihr zu sein, ist der sicherste Weg zu sein, der beste Weg zu sein. Das ist der einzige Weg, wie du das Leben erfahren kannst. Andernfalls wirst du den Verrat deiner eigenen Worte erfahren. Nichts anderes.